Ja, liebe Leute, hier auf dem Kanal vom PvP. Okay, weiter geht's mit Depraved. Ja, wir hatten jetzt gerade hier den Einmarsch von zwei Banditen. Und vorher hatte ich Gott sei Dank meine bewaffneten Leute zusammengefasst zu einer Gruppe. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn man das mit der Maus auch machen könnte. Aber so momentan im Spiel muss man es mit String gedrückt halten und dann die Leute einzeln anklicken mit der Maus. Das ist ein bisschen umständlich, aber wir konnten, die zwei Banditen konnten wir abwehren. Und wir werden uns jetzt hier gleich dem letzten Banditen hier unten widmen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir unsere Leute dementsprechend ja, da hinbekommen. Wieso geht das nicht, wenn ich die 1 klick? Ah, da müssten die doch alle aufleuchten. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich doch gerade abgespeichert. Ne, es geht einfach nicht. Warum geht's nicht? Ich verstehe es nicht. String. Alle mit String markieren. Ah, das ist. Also das ist ein bisschen sehr umständlich. Das gefällt mir also nicht ganz so. Wo rennt denn da noch einer rum? Mal alles markieren hier. Jetzt habe ich die String-Taste gedrückt und die sind wieder weg. Oh nee, komm. Machen wir es anders. Nein, es geht einfach nicht mit der mit der 1-Taste. So, dann machen wir es halt so. Und schicken die jetzt da runter alle auf den einen Banditos. Weil anders ist es ja momentan nicht machbar. So, was ist mit dem hier? Der kann eigentlich aufsteigen. Der kann eigentlich auch aufsteigen. Während die sich da auf den Weg machen. Nein, das war jetzt verkehrt. Habe ich den Trollkopf angeklickt. Das war natürlich jetzt Nonsens, was ich jetzt gemacht habe. Ja, also irgendwie komme ich da momentan noch nicht so klar. So, der darf dann in den Pferdestall. Und wenn du aufgestiegen bist, darfst du auch auf den zum Pferdestall. Ah, komm, reit hin. Dann haben wir da mal Pferdchen drinnen und da haben wir auch noch welche drin. Okay. Gut, so, was ist mit dir? Du bist der Steinmetz. Okay, du hast noch genug. Jetzt dauert es natürlich nicht lang. Dann kommen die Banditen wieder. Warte mal, ihr geht jetzt dahin und steckt mal alles in Brand, was machbar ist. Und dann sollten wir mal auf die Stufe 2 schalten, dann geht es ein bisschen schneller. So. Alles wegfackeln. Okay, nächstes wegfackeln. Okay, einer aufsteigen. Hallo, aufsteigen. Achso. Und warum ergibt er sich? Das ist natürlich blöd, wenn der sich ergibt. Aufsteigen. Jetzt auf einmal kann einer aufsteigen. Ach, jetzt ist er tot. Ah ja, okay. So, der. Was ist mit dem? Wo will denn der hin? Ach, der holt das Gewehr. Der ist aber auch krank. Na gut. Ich hoffe mal, bis dorthin wird er es schaffen. Und du das dann in den Pferdestall.
Wo ist mein Pferdestall? Da ist mein Pferdestall. Du darfst wieder reaktiviert werden und das weiterarbeiten. Du auch. Okay. So, die Lichtle machen wir wieder aus. Jetzt hätten wir noch einmal Banditen. Oh, das wären ja immer mehr Banditen da. Das heißt, wir werden unser Völkchen gleich wieder aktivieren. Machen wir so, das geht am einfachsten. Und dann machen wir die noch platt hier. Oh, jetzt habe ich die Stoppuhr vergessen. Sackelt sie wenig. Ja. Da geht's aber rund und kommt der Bond hier. So, kommt, das machen wir auch mal platt gleich. Du willst auf dein Pferd oder was? Das glaube ich nicht. Das glaube ich fein nicht, dass du auf dein Pferd willst, ja? Aufsteigen. Aufsteigen. Und aufsteigen. Ja, möchtet ihr jetzt vielleicht einmal aufsteigen? Irgendeiner muss da noch übrig sein hier. Ach, das sind schon wieder Kranke unterwegs. Oh Jesus Maria und Josef. Was wollen denn die jetzt da? Ja Leute, ihr kommt zu spät. Ihr kommt einfach zu spät. Wo kommt denn der jetzt her? Der ist doch tot. Naja, die sind ja eh krank. Ja? Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ob wenigstens der da... Warum stängert die denn da? Der ist tot. Der Fleischer. Ich steig halt auf. Ja, das ist wohl alles, oder? Ha. Na, wieder mal einer weniger. So, kannst du aufsteigen? Ja, du kannst aufsteigen. Du kannst da reiten, komm. Haben wir noch ein Pferdl für dich? Da. Und wie schaut es mit den Waffen aus? Winchester. Kann man nicht aufheben? Nö, kann man nicht aufheben. Ja, dass ihr da nicht erfreut seid, das glaube ich, aber dass der Tote wieder auferstanden ist. Eieieiei. So, also gut. Dann geht ihr erst einmal zum Doc. Und dann werden wir mal die ganze Sache etwas langsamer gestalten. Damit wir hier nicht ganz so, na, das wollen wir nicht, dass wir den Überblick mal nicht ganz so verlieren. Weil manchmal, wenn es zu schnell geht, kann man mal irgendetwas nicht sehen und übersieht dann irgendetwas Wichtiges. Warum reiten die jetzt da nicht weiter? Ja. Okay. Gut, jetzt sollen sie erst einmal zum Doktor gehen. Weil da sind noch zwei Kranke dabei. So, wie schaut es denn jetzt eigentlich da aus? Also die haben wir jetzt erst einmal platt gemacht. Der ist tot. Jetzt kann man die Winchester aufnehmen. Okay. Aha.
Jetzt kann man das Zeug auf einmal nehmen. Ja, das geht wahrscheinlich immer nur sequenzweise. Müssten wir doch einmal ein paar Leute aktivieren. Was ist denn mit dir hier? Kann man dich jetzt anklicken? Oh nee, du. Komm, steig auf. Und dann bring das Pferd zum Stall. Oh, Mann, das ist ja. Wo ist denn mein Stall? Der ist da drüben. Reitet der jetzt mit dem Pferd zum Stall, ja oder nein? Ja. Aber sowas von gemächlich. Oh, was ist mit dir los? Todesursache Mord. Ja, wir hatten dich ermordet. Das ist aber auch nicht schön. So, wo gehst denn du hin? Der geht dahin. Aufsteigen. Und was bist du für einer? Achso, der holt die Winchester. Ja, das ist doch schon mal ein positiver Fortschritt. Warte mal, du könntest ja eigentlich. Ja, okay. Ach ja, jetzt reitet der wieder zurück. Okay. Kannst du wenigstens was aufheben? Warum denn wieder mal nicht? Ja, komm. Trollt euch. So, was ist mit dir da oben? Der hat keine Waffe. Achso, der holt sich dann Waffen. Okay, der geht zur Winchester. Wahrscheinlich von ihm hier. Ja, okay. Kannst du noch eine Waffe aufnehmen? Nein, kannst du nicht. Haben wir jetzt noch Pferdle frei? Was ist denn mit dir jetzt? Kannst du noch was aufnehmen? Nein. Und was bist du für einer? Gar keiner. Ja, dann reit halt nach Hause. Sackel, Zement, aber auch. So. Der kann wieder reaktiviert werden. Also das ist ja eine ganz schöne Rumklickerei. Ne? Da musst du also aufpassen wie ein Hund hier. Ich könnte eigentlich noch einen Brunnen platt machen. Also nicht platt machen, aber zumindest könnte ich die Produktion mal unterbinden. Sonst haben wir dermaßen viel Wasser. Wir wissen ja gar nicht, wohin damit. Verkaufen. Tun wir mal Wasser verkaufen. Einmal. Und zweimal. Ach, das tun wir auch gleich verkaufen. So, weg mit dem Zeug. Und dann, na, Fleisch brauchen wir keins. Bretter haben wir keine. Warum haben wir keine Bretter? Obwohl die doch fleißig hier am Sägewerk am Sägen sind. Und da hinten wird nichts gebaut. Ne? Das ist. Die kommen nicht weiter. Der Förster, der erwärmt sich dumm und deppert, der weiß schon gar nicht mehr, wo er die Bäume pflanzen soll. Wir bräuchten vielleicht. Naja, wir haben ja zwei Sägewerke eigentlich. Wenn es endlich einmal fertig werden würde, hier der ganze Sums. Was ist denn das? Das ist der Jäger, der ist zu 50% fertig. Ei, Hilfsarbeiter, komm. Wir machen dich zum Baumeister.
Und wer bist denn du hier? Dich machen wir auch gleich zum Baumeister. Hoffentlich geht es dann alles ein wenig schneller. Ja, wenn wir natürlich keine Bretter haben, dann schaut es natürlich schlecht aus. Sollen wir mal Bretter kaufen schnell? Wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, das werden wir machen. Wenn wir mal Bretter kaufen. Was haben wir denn in unserer Hütte? So viel Wasser. Eisenteile haben wir doch auch genug. Fleisch hätten wir, Kartoffeln haben wir jetzt. Steine. Revolver haben wir noch 4. Und Mehl hätten wir 1. 30, 31 Brote. Ich hoffe, dass die Leute auch Brot essen, ne? Wie war denn das, wenn ich da drauf gehe und schaue auf die Leute? Nein, das war es nicht. Ach so, Moment. Das war. Ja, wo war denn das? Einwohnerstufen. Also die Pioniere brauchen kein Brot. Siedler brauchen Brot und ja, Wasser hätten wir ja. Feuerholz hätten wir auch. Ach so, ein Mantel. Ein Mantel. Ist der jetzt schon fertig, der Jäger? Ja. Ja, der ist wirklich fertig. Ja, dann werden wir den halt zwangsläufig da runterschicken müssen. Beißt die Maus nur kein Faden ab. So, dann gehst du mal da runter. Und. Ja gut, es ist Winter, das ist natürlich schlecht. Kann man nichts anbauen. Und Schweinchen haben wir auch keine. Ah, ich weiß nicht. Wir hätten genug Wasser eigentlich, bis auf ein Wasser. Und wir haben null Mais. Naja, ist klar. Wo soll der Mais herkommen? Da haben wir kein Mais mehr, nö. Im Winter gibt es keine Schweine, okay? Hat sie ausgeschweint. Böses Faul. Wir könnten aber diesen Brunnen auch erst einmal canceln. Dann hätten wir noch einen Brunnen erst einmal. Zwei Brunnen hätten wir. Zwei aktive Brunnen. Das sollte uns ja erst einmal langen. Ja, hätte ich mal denken. Okay, was machen wir denn nun? Können wir irgendjemanden. Nein, da können wir keine zwei machen. Der Jäger, der ist immer noch unterwegs. Okay. Träger. Nein, wir können keine zwei Träger vergeben. Warum weiß ich jetzt auch nicht. Bist du der Jäger? Ja, du bist der Jäger. Der Bestatter. Der Friedhof wird voll, ne? Das heißt, irgendwann werden wir wohl einen neuen Friedhof brauchen und haben keinen Platz. Gibt es die andere Option, es sterben keine Leute mehr. Dann brauchen wir auch keine begraben. Wir sollten, ja, wir können nicht erweitern, ne? Können wir erweitern? Ja, es kostet, glaube ich, 10.000, ne? Ja, es kostet 10.000. Das ist ein bisschen viel. Wir haben bloß 6.000. Müssen wir noch ein bisschen sparen. Ja. Beißt die Maus keinen Faden ab. Jetzt könnten wir eigentlich schon wieder Wasser verkaufen. 50, 60, naja gut, lassen wir es mal gut sein. Ach, 64, ja. Kommt, da verkaufen wir wieder Wasser. Dede. Welch mit dem Zeug. Ja. Und was brauchen wir denn noch?
Momentan könnten wir noch einkaufen. Noch ein paar Bretter. Das ist immer gut. Und ja, man müsste halt Mais einkaufen. Kostet natürlich einen Haufen Geld, ne? Aber gut, was macht man nicht alles, damit wir wieder Schweinchen züchten können? Damit unser Fleischer auch was zu tun hat. Ja, momentan sind wir hier ein bisschen ins Stocken geraten, um das hier erst einmal alles in den Griff zu bekommen, sprich die Banditen zu besiegen. Wir könnten... Was baut denn der? Was habe ich denn da hingemacht? Ach, ein Bestatter. Ach nee, der macht Särge, macht der. Ach so, Särge macht der. Okay, der ist ja fleißig. Der weiß, dass die nächsten gleich wieder hops gehen oder so. Wir könnten nochmal gucken bei der Diplomatie mit den Indianern, ne? Was wollen die? Alkohol. Winchester wollen die. Also ich lese das so, die möchten Alkohol, Winchester und Metallteile wollen sie. Die möchten Weizen, Stein und ein Colt, also mehrere, ne? Schmuck wollen die, Kupferbarren und Wolle. Sehe ich das richtig? Also liebe Leute, falls einer von euch das Spiel schon gespielt hat, könnt ihr mir das ja mal im Kommentar niederschreiben, ob ich das jetzt richtig lese. Die wollen das haben von mir. Und das bedeutet, dass die uns dann wohlgesonnen sind und uns nicht massakrieren. So sehe ich das jetzt einmal. Aber erstens mal habe ich kein Alkohol, außerdem habe ich keine 15 Winchester. Die können mir einen Schuh aufblasen, Colts auch nicht. Wolle könnte ich verkaufen. Ja, Kupferbarren habe ich keine. Schmuck habe ich auch nichts. Also, weg. Keine Diplomatie. Einwohnerstufen brauchen wir nicht. Karte brauchen wir nicht. Transportrouten. Nein, können wir noch nichts machen. Doch, wir könnten mal was Neues bauen. Ne? Die Bretter müssten ja eigentlich jetzt auch irgendwann einmal angeliefert werden. Und zwar bauen wir ein Hotel. Bauen wir ein Hotel. Holzbretter. Schneider. Holz. Hauer haben wir. Ein Schneider. Habe ich jetzt einen Schneider? Ne, Weber habe ich, ne? Schneider habe ich, glaube ich, noch keinen. Wo basten der irgendwo noch mit rein? Der Schneider bastoniere ich jetzt wohl mit rein. Oh, das ist alles saublöd gebaut bei mir. Nö, selbst wenn ich das jetzt drehe, passt der hier nirgends wo rein. Das ist alle Grundstücke. Naja, könnte man da könnte man hinpflanzen. Okay. Machen wir den Schneider neben der Kirche. Geil. Ja, was hilft's? Okay. Machen wir einen Schneider. Und was brauchen wir denn noch? Das Hammer. Hammer. Bäcker haben wir auch. Eine Brennerei. Ja, aber da brauchen wir doch mehr Weizen und das ganze Zeug. Ach ja, das ist alles. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Silo.
Ein Silo. Ja gut, das Silo ist schon einmal nicht verkehrt. Das könnte man eigentlich ja hier mit hinstellen, ein Silo. Stellen wir da ein Silo hin und vorsichtshalber noch einmal eins. So, haben wir schon mal zwei. Und ein Wasserturm, ein Wasserturm. Wo stellen wir denn den wieder hier? Da wird schon wieder einer angegriffen. Ach Mann, oh. Ja, von wem denn? Ach. Auch von die Indianer. Von die Indianer. Los, auf geht's. Ja, du bist ja schon gleich vom Pferd runtergefallen, hey. Die Indianer. So. Das finde ich natürlich jetzt gut, ne? Dass die uns hier ein Gar ausmachen wollen. Aufsteigen. Irgendeiner soll mal hier aufsteigen. Und der könnte eigentlich auch aufsteigen. Ja. Und dann bringst du das Pferd zurück. Nicht zurück zu den Indianern. Sondern hier erst einmal in den Pferdestall. Dann haben wir auch wieder genug. Oh, was ist mit dem? Du bist ja krank. Du bist ja krank, Junge. Rathaus. Der will ja gar nicht gehen. Warum will er nicht gehen? Naja, logisch. Da. Ups. Ihr zwei. Mann, noch einmal. Dahin. Du auch dorthin. Hab ich dich jetzt erwischt oder nicht? Dahin, zum Doktor. So, ihr geht erst einmal zum Doktor. Der geht auch zum Doktor. Ja, der geht auch zum Doktor. So, da müsste doch jetzt irgendeiner am Pferdestall rumlungern. Oh, die ist auch krank. Och Mann. Die geht aber freiwillig, glaube ich, schon zum Doktor. Wieso sind denn die alle krank? Ja, sind die denn krank? Kann ja wohl nicht wahr sein. Geht zum Doktor, ja. Ich wollte doch jetzt irgendwas. Wo sind denn die mit die Pferde abgeblieben? Da ist noch einer. Doch gewusst, irgendwas fehlt mir doch hier noch. So, ab zum Pferdestall. Wie viel haben wir da drin? 18, oh. 11. Ja gut, dann könnten wir ja eigentlich verkaufe Pferdle, okay. Die nächsten Banditen werden kommen und dann holen wir uns wieder Pferde. So, was ist mit dir? Du darfst auch wieder arbeiten und du gehst zum Doktor. Du solltest zum Doktor gehen. Habe ich da irgendwie eine Epidemie oder was? Was ist mit dir? Ah, der ist ermordet worden. Ja, gut, okay. Naja, ist nicht okay, aber... Ach, da liegt der Winchester rum. Mag die jemand haben, die Winchester? Brauchst du eine Winchester? Nö. Okay, da liegt noch eine. Wahrscheinlich kann man die dann immer erst dann nehmen, die Winchester oder die Colts, wenn dementsprechend von der Bevölkerung hier keiner was hat. Wo gehst denn du hin, Baumeister? Achso, der buddelt da. Dann nehmen wir halt dich hier. Komm her, steig aufs Pferd. Bring das Pferd in den Stall. Ey, da bist du halt ganz schön am Kämpfen hier. Ganz schön umfangreich. So, und dann kannst du gleich zum Stall dahin. Nein, 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 nein. Komm, du. Achso, der.
Den müssen wir erst einmal seinen Schlaf aus die Augen reiben. Na gut, dann gehst halt zu dem Stall. Das ist mir eigentlich auch wurscht. So, wir haben 2700 Dollar bloß. Das ist wenig. Das ist sehr wenig. Das gefällt mir gar nicht. Wo reitest denn du jetzt hin? Ach, der holt sich dann, selbstständig. Die Winchester, die Lina Kokoski, ja, keine Deutsche. Hast du die Lina da? Lina, ja. Lina Kokoski, ja. Irgendwie so, naja, polnisch oder irgend sowas in der Richtung. So, 37. Wir müssen das Wasser im Auge behalten. Wir haben ja ein paar Brunnen geschlossen. Apropos Brunnen geschlossen. Wir schließen jetzt auch erst einmal, kann man den Bogen da, hat der einen Bogen, kann man den verwenden? Nö. Vom Indianer kann man nichts verwenden. Okay. Ja, apropos schließen. Ne? Wir werden jetzt dieses Video schließen. Und machen dann ja irgendwann nahtlos wieder weiter. Sollte es mir nicht einfallen, wo ist denn der mit seinem Pferd? Ne? Ist der langsam? Dass ich vielleicht einmal schnell was offline mache. Aber warten wir es ab. Und ich sage Dankeschön. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr ein paar Links. Und ja, dann könnte ich natürlich ein paar Likes vertragen. Ich könnte Kommentare vertragen. Und vor allen Dingen, Leute, Abonnenten, bitte abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann bedanke ich mich schon einmal im Voraus. Und dann sage ich, ja, Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PVB OK.